Wir produzieren hier im Gartenbaubetrieb Lörks auf 23.000 Quadratmeter Glasfläche und etwa 10 Hektar Freilandfläche viele verschiedene Kulturen, was uns auch auszeichnet. Und im Winter dann noch Christrosen der Helleborus-Gattung, die wir in einem eigenen Konzept vermarkten. Mir macht es Spaß, hier mit den Pflanzen zu arbeiten. Es sind lebende Produkte, die wir jeden Tag hier im Betrieb haben, um uns herum und mit denen wir arbeiten. Außerdem ist es schön, mit den Mitarbeitern gemeinsam hier aktiv zu sein und Kontakt zu den Kunden und Lieferanten zu haben. Unser Betrieb zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr zuverlässig arbeiten. Wir bieten eine gute Qualität. Genauso ist es auf Seite der Lieferanten. Wir müssen bei den wichtigen Produkten, die wir einkaufen, mit einer Zuverlässigkeit bedient werden, dass wir halt innerhalb kurzer Zeit sehr flexibel agieren können. Für die Christrosen in unserem eigenen Marketingkonzept topfen wir viele Pflanzen um. Sie werden in einem einfachen Kulturtopf, in einem schwarzen Kulturtopf produziert. Und zur Vermarktung nehmen wir den schwarzen Topf ab und setzen sie in einen neuen, qualitativ hochwertigen silbernen Topf um. Wir haben mit einem anderen Betrieb diese Silverline-Marke entwickelt und haben dann in Bezug auf die Töpfe an Teco den Wunsch herangetragen, einen silbernfarbenen Topf zu entwickeln. Das war auch sehr kurzfristig möglich. Die Farbe musste bestellt werden, aber innerhalb von wenigen Wochen war das Produkt fertig und wir konnten es gleich für die erste Saison dann nutzen. Bei einer Partnerschaft hat man die Ideen mehrerer Betriebe, die in das Produkt einfließen. Wir können eine größere Menge des Produktes in gleicher Qualität anbieten und das Produkt auch insgesamt bekannter wird unter diesem Markennamen. Für die Technik im Betrieb ist es wichtig, dass angefangen von der Jungpflanze über das Material, die Töpfe, das Substrat alles passt. Gerade bei den Töpfen ist es wichtig, wenn die verarbeitet werden in der Topfmaschine, im Magazin, dass es da nicht zu Unterbrechungen kommt. Die Beetpflanzen stehen bei uns auf Ebbe-Flutboden, damit wir die Pflanzen von unten anstauen können und nicht über das Blatt und über die Blüte bewässern müssen, sodass die Qualität der Pflanzen nicht leidet. Wir haben drei Söhne, die allerdings im Moment noch in der Schule sind. Von daher steht die Nachfolge des Betriebes noch nicht fest. Im Moment bin ich aber guten Mutes, dass auch die dritte Generation den Betrieb fortführen wird. Schon meine Eltern haben in unserem Betrieb vorwiegend Teco-Töpfe benutzt. Es gibt sicherlich andere Lieferanten, die vom Preis günstiger sind, aber für mich ist die Zuverlässigkeit und die Qualität entscheidender und deswegen bin ich bei Teco geblieben. Zuverlässig.